haben heute mal wieder ein ganz tolles Projekt für euch. Ihr seht schon mit Drachen, wir zeigen euch einfach mal, wie das geht. Das ist relativ einfach zu machen. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal wieder ein kleines Upcycling-Projekt. Wir haben so eine Flaschen hier immer mal wieder übrig und da hatten wir uns jetzt gedacht, kann man vielleicht auch mal wieder eine schöne Vase draus machen. Wir hatten euch das schon mal gezeigt, da haben wir so eine größere Flasche mit Beton ausgegossen und haben da eine Betonvase draus gemacht. Kann ich euch am besten vielleicht mal verlinken, das Video. Heute wollen wir aber die Plasteflasche benutzen, so wie sie hier ist. Wir haben uns jetzt nur den, naja, oben den, das Loch ein bisschen größer gemacht, damit man hier wirklich auch dann was reinstellen kann. Und dann war die Frage, was machen wir da drauf? Ja, das ist jetzt schwer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, man muss sich halt immer entscheiden, was man machen will. Und wir haben uns entschieden, wir machen da Drachen drauf. Wir haben nämlich ganz, tolle neue Drachen von der Firma Plett. Das sieht man immer so schlecht, wenn man die jetzt so als Form sieht. Müssten wir vielleicht alle mal gießen, aber dann liegen die wieder rum. Man gießt das eigentlich immer, wenn man es braucht. Immer so Drachenpärchen links und rechts guckend mal. Und dann diese hier noch. Ein bisschen länger. Ich wollte ja eigentlich diese hier nehmen. Diese Drachen hier noch. Und dann war da noch eine Schlange mit einer Lotusblüte. Hier ist der Schlangenkopf, hier ist die Lotusblüte. Dann gab es so einen, ich würde mal sagen, Wikingerkopf als Deko. Hier ist nochmal ein Totenkopf mit einem Drachen, der sich um den Totenkopf so windet. Das kann man nur sehen, wenn... Das kann man nur sehen, wenn man... Ja, und dann ist hier so ein Löwenkopf, das kann man eigentlich erkennen. Vielleicht mache ich die Kleinen mal so nebenbei, wenn hier was überbleibt. Mal gucken. Und wenn man sich dann entschieden hat, welches Motiv man da drauf haben will, hat man gleich das nächste Problem, aus welchem Material macht man das jetzt. Eigentlich kann man das mit Creal Duent 3, mit dieser Modelliermasse machen. Aber dann darf man nicht so viel mit Wasser rumplätschern. Also ich könnte jetzt hier vorne das große Motiv könnte ich damit machen. Hier oben wollten wir auch noch so kleine Drachen langlegen. Hier oben wäre das jetzt ein bisschen kritisch mit den Drachen. Also habe ich mir gesagt, machen wir alles mit Harz. Dafür nehme ich dann das, ach, was habe ich jetzt hier ausgesucht, das 4 Minuten Resin von Troll Factory. Gibt es auch noch in 9 und 2 Minuten. Muss man immer genau gucken, was drauf steht. Je weniger Zeit drauf steht, desto weniger Zeit hast du, das einzurühren. So, und dann muss man sich das wohl 1:1 mischen und kann sich damit seine Figuren gießen. Dieses hellere hier, Komponente A, steht da drauf, aber ihr seht, diese hellere muss man immer erstmal richtig durchmischen, ehe man das nehmen kann. Und damit sich das alles schön vermischt, weil sich hier unten immer so eine Masse absetzt. Lass mal anmachen. Na komm. Batterien. Wenn man dann die Waage braucht, ist ja natürlich die Batterie leer, aber nee, ist noch nicht. So, und jetzt muss man wieder abschätzen, wie viel Harz man dafür braucht. Aber wir wollen ja sowieso ein bisschen mehr gießen. Dann können wir ruhig ein bisschen was anrühren. Ich mache jetzt hier einfach mal 80 Gramm von einer Sorte. Also 160 Gramm. Na gut, jetzt sind wir auf 83, also muss ich die andere Seite, andere Komponente auch 83 Gramm machen. So einfach ist es. So einfach ist es. So, und jetzt muss man das nur wieder gut verrühren, bis das eine einheitliche Farbe hat. Da entstehen jetzt auch keine Bläschen. Also ich hatte da jetzt noch nie, dass da irgendwie Blasen entstanden sind bei diesem Harz hier. Da könnt ihr ruhig gut rühren, auch an den Rändern und auf dem Boden vor allem immer richtig lang schraben, dass man das alles schön verrührt. Man hat jetzt bei dem hier 4 Minuten Zeit zum Rühren. Und zum Gießen. Ja, rühren und ausgießen. Verarbeitungszeit ist 4 Minuten, deswegen heißt das 4 Minuten Resin. Und dann kann man eigentlich wieder zugucken, bis das fest wird. Jetzt müssen wir uns bloß erstmal für ihn Drachenlinie, hatten wir gesagt. Also ich wollte jetzt rechts. Rechts habe ich den Griff. So, ich denke mal, das ist jetzt gut verrührt alles. Ist eine einheitliche Farbe. Dann können wir jetzt den Drachen ausgießen. Und das ist eigentlich eine schöne flüssige Mischung von diesem Harz immer, dass das wirklich schön in alle kleinen Ritzen auch reinläuft. Dann kommen die doch mal da hinten hin. Neben Bart. So. So. Dann habe ich natürlich jetzt wirklich noch schön was über, dass wir noch ein bisschen andere Sachen gießen können. Oh,
natürlich noch Bordüre machen. Jetzt wollten wir eigentlich Drachen, aber das passt natürlich wieder nicht. Muss man dann immer erst gucken, wenn man dabei ist, wie es dann am besten passt. Dann wollten wir hier den Kopf mal gießen. Den Löwen. Und die Schlange wollte ich gerne machen. Ja, das Ausgießen brauchen wir jetzt nicht so ausgiebig zeigen. So, und kaum, dass ich jetzt alles voll gegossen habe, was ich hier machen wollte, hat es schon angefangen fest zu werden. Also da müsst ihr wirklich schnell sein und nicht allzu viel anrühren. Außer der Drachen hier, der braucht jetzt noch wieder ein bisschen. Die kleinen, da sieht man schon den Farbunterschied. Und wenn die richtig so, naja, Elfenbeinfarben, cremefarben sind, ohne diese Ränder, diese hellen, dann ist das fest, dann kann man sie schon rausmachen, dann sind sie noch biegsam. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen warten. Ja, ungefähr so 10 Minuten wird das wohl locker dauern. Nee. Sonst nicht? Nee. So, und jetzt braucht man dann wieder einen Kleber, um die Sachen hier drauf festzukleben. Ich klebe das mit Uhu Polymax, nennt sich das. Mache mir jetzt hier oben schon mal Kleber dran, dass ich, wenn ich die Bordüre da jetzt rausmachen kann, dass ich das hier auch gleich ansetzen kann, damit die gleich hier dran festklebt. Sehr viel Zeit hast du denn nicht. Nee, du hast dann nicht viel Zeit. Das wird dann nämlich fest, diese Harz. Und dann kannst du das nicht mehr biegen. Aber du kannst natürlich mit dem Föhn wieder nachhelfen und kannst das wieder weich machen. Dann wird das auch flexibel. Musst aber wieder einen Föhn in die Hand nehmen, um das dann zu machen. Und da du ja so eine bequeme bist. Ja, lieber einen Arbeitsschritt sparen, als wir hier zu viel machen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das schon ausreicht. Nee. So, jetzt habe ich hier die erste Bordüre schon mal raus. Setze mir die hier an, damit es schön kleben kann. Schön verteilen und wirklich hier oben schön andrücken. Aber trotzdem auch vorsichtig, dass man nicht das Muster zerdrückt. Dann müsste die eher noch eine Öchene anrühren. Jetzt muss ich mir noch eine gießen. Ein Drachen im Hintergrund, der braucht noch ein bisschen diese kleinen hier Pfötchen und diese kleinen Barthaare. Da dauert es immer ein bisschen länger als bei den großen Sachen hier in der Mitte. Aber die muss ich wirklich aushärten lassen. In der Zwischenzeit haben wir uns gedacht, zeigen wir euch schon mal den tollen Wikingerkopf hier. Der sieht doch wohl wirklich edel aus. Ja. Also der macht wirklich immer schöne Formen, der Herr Plätt. Verlinke euch natürlich, wo ihr das finden könnt. Und hier ist dann der Totenkopf in der Mitte, wo dann der Drachen sich so drumrum windet. Ist auch eine coole Sache für ja, Gothic-Fans oder so. Tolle Ding. Vampire. Vampirjäger. So, jetzt haben wir hier noch die Schlange mit der Lotusblume. Die ist auch toll. Ja. Schlange, Blume. Das sieht richtig edel aus. Sieht richtig edel aus. Also, ist halt immer Geschmackssache. Jeder hat so seine Sachen, die er schön findet. Aber da gibt es halt für jeden was. Da gibt es auch Bordüren und Blümchen und Schnörkel. Hier der Löwe. Das sieht auch gut aus. Der ist doch richtig edel. Und man kann es in Deutschland kaufen, finde ich immer das Wichtige. Ich kaufe ja auch viele Sachen aus Russland über Stempelmühle ein. Aber das hier kann man eben direkt bei dem bestellen und das dauert, was weiß ich, 2-3 Tage, wenn er da. Und der hat noch, wie gesagt, viele andere. Wenn er da durchstöbert, dann müsst ihr euch erstmal einen Haufen Geld beiseite legen. Weil er findet da so viele Sachen. Ich darf da ja nicht so oft gucken. Könnte man den hier rausmachen. Jetzt muss ich natürlich schnell meinen Kleber drauf machen, damit der noch weich ist, solange wie man. Solange er noch flexibel. Oder? Ja, und er wird da flexibel ist, wenn man aufkleben wollen. So. Kleber verteilen. Schön überall. So, jetzt muss ich den hier irgendwie drauf kriegen. Wenn das mal nicht edel aussieht. Sollen wir hier oben hinsetzen? Ich bin immer begeisterter. Ja, das gibt schon schöne Sachen. Also man muss sie halt nur finden. Gott sei Dank finden wir die immer. Du, ich bin ja auch zu doof dafür, ja. Nur was zu finden. Man muss da halt ab und zu mal gucken. Ja, man muss wissen, wo. Ja. Oder Zeit haben. Zeit haben. Ja, hier den Herrn Plätt kenne ich ja nur schon eine ganze Weile. Wir
Haben ja da nur schon öfter mal Projekte ausgetauscht, was man alles so machen kann. Dreh mal das Gesicht von dem Drachen. Ach, ey. Cool, ja. Ey. Wunderschön. Vase. So, ich habe dann jetzt zwischenzeitlich auf der anderen Seite auch noch so einen Drachen angebracht. Das sieht schick aus. Hier am Hinkel haben wir noch zwei gemacht. Das sieht schick aus. Und natürlich oben den Rand richtig fertiggestellt. So, und jetzt kann man das ja farblich gestalten. Jetzt könnt ihr euch da entweder eine Paste aussuchen. Es gibt ja Rostpasten, Betonpasten, Steineffektpasten oder es gibt so viele Sachen. Oder ihr macht das einfach mit einer Farbe. Das ist das Einfachste. Farbe hat jeder zu Hause. Ich habe jetzt hier Deka-Color Matt, weil die gut deckend ist, die Farbe. Und so ja wetterfest ist. Also das könnte man jetzt auch noch draußen stellen, weil dieses Harz ja auch wetterfest ist. Ist aber eine Vase für den Innenbereich, haben wir uns gedacht. Und wir streichen jetzt erstmal alles in so einem lila Ton, Violettton hier. Den Farbton könnt ihr euch ja aussuchen, wie ihr das haben wollt. Schwarz, Gold, Silber, ja, haben wir auch erst Rot, überlegt. Aber Grün. Wir haben schon so viel Schwarz gemacht, obwohl lila haben wir auch schon so viel gemacht. Ja, noch nicht. Na doch, lila und pink haben wir früher auch mal ganz viel gemacht. Ja. Jetzt streichen wir erstmal alles. Ja, muss ja auch ein bisschen absetzen. Was das gleich ausmacht, wa? Wenn ein bisschen Farbe drauf kommt. Manche Stellen muss ich zweimal machen, wo jetzt ein bisschen Fett oder sowas ist. Oder vom Kleber noch ein bisschen. Da muss ich bestimmt zweimal drüber gehen. Manchmal gibt es leider so Stellen, die wollen einfach die Farbe nicht annehmen. Da zieht sich die Farbe immer wieder zusammen. Aber dann muss man halt ein zweites Mal da drüber gehen und dann hält das auch meistens. Also nicht verzagen, nochmal machen. Else fragen. Else fragen. Nicht so viel. Komm langsam nicht mehr mit dem Beantworten hinterher. Beim zweiten Mal hält es dann meistens. Ja, ja. Es ist halt nur, dass erstmal eine Schicht drauf muss. So, jetzt haben wir unsere Vase schön lila gestrichen. Und jetzt kann man da natürlich noch ganz viel dran machen. Ihr könnt jetzt da noch mit einer Lasur drüber gehen. Und die Ränder ein bisschen schattieren. Und dann überlegen, was wir da noch machen. Oder man geht einfach nur mit so einer Wachspaste drüber, zum Beispiel Inka Gold. Und hebt jetzt nur den Drachen hervor. Muss ja nicht immer antik aussehen. Kann auch einfach mal so hervorgehoben werden. Man muss ja nicht immer alles machen, was man machen kann. Sieht auch gut aus. Ja, einfach schlicht. Schlicht, einfach, schön. Einfach nur so hervorheben. Das finde ich immer das Beste an deinem Basteln, dass das dann so vorgehoben wird. Wa? Ja. So, ach so, Quatsch, jetzt liegt daran. So. Einfach bloß mit so einer Goldpaste. Das macht schon immer ganz schön was her. Und Inka-Gold ist ja wohl wirklich ganz edel. So. Da so ein Drachen drauf. Also die Drachen, die sind auch wirklich edel. Mhm. Froh, dass ich die gefunden habe. Aber ich verlinke euch das alles, damit ihr das auch nachmachen könnt. Könnt ihr ja nicht wieder gut machen, dass ihr das mit euch teilt. Ja, eigentlich müsste man das für sich behalten, dass alles mient. Nee, so sind wir ja nicht. Nee. So. Das schon cool aus. Ja. So, mit dem Gold, das sieht schon immer ganz toll aus, finde ich. Aber das gibt es ja in verschiedenen Tönen noch. Das muss ja nicht immer nur Gold sein. Es gibt Silber, Blau, Grün, Bronze, Kupfer, Hellblau. Da gibt es so viel Farben und man nimmt eigentlich immer nur Gold. Gold und Silber. Was machst du jetzt? So, und jetzt kann man diese Paste, wenn man die ein bisschen hat trocknen lassen, kann man die noch polieren, dass das richtig schön metallisch glänzt. Mit einem weichen Lappen, am besten mit so einem Mikrofasertuch. Das ist noch richtig schön glänzend wird, wenn da so drüber geht. Was das alles gibt. Ja,
das ist, also das ist schon wirklich eine tolle Farbe, hätte ich jetzt fast gesagt, oh, das ist ja eine Paste. Schön weichen Tuch. Und so glänzt das dann natürlich richtig schön. Das ist immer, also ich finde das immer wieder toll, was man so machen kann. Da muss man überlegen, ob man dann noch mehr macht, aber eigentlich ist das ausreichend. Ja. Jetzt hier in die tieferen Stellen noch weiß oder schwarz drin machen. Mhm. Auf keinen Fall. Kann man alles, muss man alles nicht. Man kann aber. Und dann hier so am Rand ein bisschen wischen. Das hättest du das gleich machen müssen, bevor das Gold drauf geht. Kann man immer noch. Ja, aber das... Eigentlich wollten wir ja nur die schönen Drachen mal zeigen. Ja. Wir haben die Vase dann jetzt gleich mal so genutzt, um uns ein bisschen Frühling ins Haus zu holen. Also einfach ein paar Zweige abgebrochen im Garten. Knack, knack. Und dann kommen rein, lauter weiße Blüten. Rein in die Vase und dann hoffen wir, dass da bald mal Blüten kommen. Ja, dass wir vielleicht... Ist ja schon bald wieder Ostern, die Zeit rast wie verrückt. Ja, dafür habe ich es dir geholt für die Ostereier. Aber ich glaube, bis dahin ist das schon wieder vorbei. Nein. Meinst du nicht? Nein. Dauert eine Weile, ja. Also probiert's aus, diese Drachen, die sind echt wunderschön, auch wenn es chinesische Drachen sind, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Ist jetzt nicht so ein einfacher, normaler Drachen, wie man sich den vorstellt. Aber ich finde die edel. Damit kann man ganz tolle Sachen machen, ob nur Kisten, Schatullen, Bilder, Vasen, Boxen. Blechdosen, da geht so viel mit zu machen. Lasst euch da ein bisschen kreativ entfalten. Probiert's aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach.